Ja, hoffentlich keine Verbindungsfehler heute. Ja, weil nicht, ey. Hoffentlich nicht, ey. Das ist immer, wenn ich durch eine Tür gegangen bin. Also. Was heißt durch eine Tür? Halten wir uns fern von allen Türen, alles klar. Wow. Komm, du schon direkt. Du hast ja so Spezialisierung, ne? Ja, ja. Was ist das höchste Level von einer der Sachen? Müsste ich sagen, Körperwart haben. Da müsste ich nicht mal gucken. Fertigkeiten, wo habe ich das? Das höchste ist 13. Was? Okay. Hast du ja auch mal neu verteilt irgendwann? Ja, einmal, aber. Ich habe auch irgendwie einmal so resettet meine Sachen oder anders platziert oder so. Ich dachte, du wärst eigentlich schon höher. Ja, weil ich ja, weil ich auch 13, nicht, also. Nö, das, die eine Fähigkeit, die habe ich auf 13, das ist das höchste. Ich hab drei Stück, die auf 13 sind. Ja, ich auch. Und ja. Und eine auf 9 habe ich. Ja, ich auch, genau. Also ja. Ich habe drei auf 13 und eine auf 9. Okay, dann. Durch eine mächtige Rune. Die Barriere auflösen. Ja. Also ja, weiß nicht. Das, vielleicht hängt da irgendwie mit dem Level zusammen oder so. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, ich habe ja einmal irgendwie, Wölfe. Ich habe ja einmal meine Wölfe rausgenommen, habe die wieder neu reingepackt, aber dann sind die ja wieder ein bisschen schwächer gewesen, als ich wieder ausgerüstet habe. Ja, ja. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die nutze ich gar nicht mehr. Die hatte ich aber trotzdem immer noch spezialisiert. Die habe ich wieder rausgenommen. Ja. Die habe ich irgendwie verhunzt gehabt. Ich habe da immer irgendwie weiter, dass die mehr Schaden macht, aber irgendwie weiß ich nicht. Hat mir das nicht gefallen, in welche Richtung ich da gegangen bin. Also habe ich die Fähigkeit rausgenommen. So. Sprich mit dem Orakel. Es gibt auch gewisse Nachteile, die den Diablo nicht hatte. Ja. Hier musste deine Diener, die nehmen hier eine Menge Fähigkeiten Platz weg. Naja, und dann kannst du halt nichts machen, ne? In Diablo ist das halt nicht der Fall, ne? Also wenn du als untoten Spieler spielst. Du brauchst halt nur zwei Plätze für Diener Sachen, der Rest ist alles was anderes. Und hier nimmt jeder Diener praktisch einen Skillplatz ein. Naja, ich weiß. Das stört mich auch ein bisschen. Also wie ich das so vorausgeplant habe, ich kann ja nur eine Sache hier meistern. Da wird wahrscheinlich hier der Säbelzahn sein, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Gucken, wie gut das ist oder so. Und wenn ich das dann alles hier reinpacke, dann. Da wird alles gar nicht in meine Skill-Leiste reinpassen. Da müsste ich irgendwie meinen normalen Angriff rausnehmen. Ja. Und dann die einzige Fähigkeit, die ich dann habe, ist hier das hier mit diesem Blitzschlag hier, den ich die ganze Zeit einsetze. Das ist die einzige Fähigkeit, die ich dann so aktiv einsetzen kann. Alle anderen Sachen sind alles nur so Boost und so. Ich habe auch im Moment nur zwei offensive Fähigkeiten. Das Feuer und hier mein Standardangriff mit der Sense da. Ja. Ich habe auch nichts anderes. Der Rest ist alles Diener-Dinger. Und die machen ja nicht mal. Ich habe ja nicht mal irgendwelche Angriffe mit meinen Dienern. Die nehmen einfach nur Skillplatz weg hier. Oder ich habe eine Truhe anscheinend. Ja, da sind aber nur blaue Sachen. Also. Okay. Diener LP, Diener Ausweichwertung. Das ist aber blau und hat ein weniger. Bin schon an dem Punkt, wo mich blaue Sachen schon gar nicht mehr irgendwie interessieren. Ja, irgendwie. Das habe ich noch Diablo-Gewohnheit, glaube ich. Du kannst da nicht rüberspringen. Wer bist du denn? Was zum... Ich meine den da, der will da rüberspringen, glaube ich. Das ist ja so überraschend. Mit dem Quest-Typen da, okay. Ach, da steht noch jemand hervor. Ja, ich weiß, das ist ein anderer Spieler. Ich dachte, wir müssen mit dem sprechen. Ja, mit der Schlange da, ja. Ja. Was ist das für ein Gerät? Kann mir jemand bei Apophis und Mayas helfen? Apophis, sind wir hier bei Stargate? So, oben Passivpunkt. Angriffsgeschwindigkeit, ja. Boah, einfach die Sachen aus, die ich schon habe. Fertig. Kann ich denn nicht? Irgendwas Neues war da. Okay. Ach da, mit der muss noch ich. Ja, mit der Schlange, das Orakel.
Ich habe nicht gesehen. Fähigkeit will ich auf gar keinen Fall haben. Boah. Die Tür hat sich geöffnet. Die Katakomben von Majelka. Impossible. Impossible. Da bist gar nicht du. Ich bin hier gerade im Menü, Entschuldigung. Mal einen Passivpunkt ausgeben. Ja. Wie lange brauchst du denn da? Ich habe ja. Ich hatte die Schwierigkeiten, das Menü zu öffnen. Der wollte. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Bei einem Punkt müsste ich hier noch irgendwo reinballern, wo ich nicht will. Nahkampfschaden wird als Gesundheit geraubt. Keine Ahnung. So. Okay, weiter geht's. Unsinn. Unsinn, genau. Schaden sie mit 2 Maximum von. So. Okay, wenigstens ist ja alles noch beschworen. So. Au! Au! Ja, 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 Schaden, Schaden, Schaden! Warum? Boah. Jemand hat vergiftet? Ja. Alter, ein bisschen brutal viel Schaden, dieses Gift. Ja, diesmal alles beschwören. Ey, ich habe gar nicht genug Mana, um alles zu beschwören. Ey. Ich schon, das kostet nicht viel. Ja, oh, ich habe einen Passivpunkt bekommen, danke. Oh, da ist ein... Okay, ich kriege eine Menge Giftschaden. Ey. Ja, ich mache auch Giftschaden. Jetzt wird das Spiel ein bisschen schwieriger. Sehr gut. Jetzt werden wir endlich gefordert. Ja. Im Sinne von, wir passen einmal nicht auf, schon sind wir tot. Wow, er brennt. Er brennt und ist auf uns zugekommen. Ich habe einen Trank da. Oh, sehr gut. Aua. Ein Stück. So, das. Sind da schon wieder so ein Käfer. Das ist ja da, der kommt wieder in der Säule hervor. So, hier ist auch falsch. Boah. Diese Musik. Schlangen bräuchte ich auch noch. Ah, das war groß, bitte. Ich habe ein großer Skorpion hier auf der Treppe. Das
So, ja, wir haben so ein Quest-Symbol. Ich vergesse halt immer. Los, mein Raptor, friss du Stück, damit du groß und stark wirst. Oh Gott, oh. Das Gift hätte mich beinahe hingerafft. So, renne mal hier hin. Hier sind die Feinde, geht auf sie los. Also, das Skelett ist gerade gestorben, ich hab's gesehen. In Einzelteile geflogen. Da sind immer mehr gestorben. Meine Ninja sind gestorben. Hey, hey, los geht's, Kinderschuh. Schütz deinen Sack. Das ist ein Bucke Broadway. Ich mach euch Tanz. Aber großer. Er ist tot. Das kann ich ja nicht rennen, ne? Wie ist das? Hier ist noch nicht mal was. Hm. Also ich kann ja keine Karte. Aus der Weg. Hm. Ach ja, ich habe so eine 98er Rüstung. Ich vergaß. Ich glaube die ganze Zeit in so Rüstung hier. Irgendwie so, oh, 38, das ist doch gar nicht mal schlecht. Da warte mal, ich habe 198 irgendwie. Also die Klasse kann ich ja gar nicht tragen. Ja, das ist Wächter, ja. Und dann sagen, oh, die hat aber ganz schön viel Verteidigung gehabt, dieser Elm. Wow, aber Feuer. Ah. Was ist das? Mit einmal Tiere. Oh Gott. Oh, später, später, später. Nein, er ist da unten. Oh. Oh, ich kann ja, das so. Ja. Ja. Will ich meinen Hund hinschicken. Hin. Oh, Entschuldigung. So mal in den Sack ist hier, ey. Wo müssen wir denn hin? Weiß ich nicht, das ist ein großer Platz hier, wie ich das sehe. Au, 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 au. Wow. Bing, bong, bong.
die Musik, die ist ein bisschen. So, okay. Was hat ja das Aura? Was hat für eine Aura? Oh Gott, ich wäre beinahe aufgegangen. Wo bist du denn? Ja, wir haben uns aus den Augen verloren. Warte, ich komme. Du bist da lang gegangen. Du bist woanders lang gegangen. Sehe ich gleich auf der Karte. Ja, ich weiß, weil wir schon wieder in verschiedene Richtungen gegangen sind. Siehst du, wo ich auf der Karte bin? Wenn ich außerhalb ja, der... Ja, nicht wenn du zu weit weg bist, dann sehe ich dich auch nicht mehr. Okay. Also ich habe hier nicht irgendwie einen Vorteil. Ich habe nur gesehen, ob jeder dann ins Tal gegangen. Oder ich bin da lang gegangen, egal. Wow. Liegt wahrscheinlich, weil wir nicht gerade wirklich gute Rüstung haben, da wird so viel Schaden nehmen. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass das aktuell ist, was wir hier haben. Ich achte gar nicht so wirklich hier. Wir nehmen hier so wenig Schaden, ich achte nicht wirklich auf meine Rüstung, die du wie in Diablo, ey. Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dann würden sie aber wahrscheinlich irgendwann noch zum Verhängnis werden, ey. Ah, ja. Aber jetzt läuft's ja noch. Boah. Ja. Meine Diener, die sterben jetzt hier öfters, sind bei nach jedem Kampf praktisch, ja. Blitz. Was? Boah. Ist auch eine Sackgasse, ja. Ja. Oh, die sind stärker. Die Stiefel, die nehme ich mal mit. Als Bewegungstempo, Rüstung, Einstimmung, erhöht Rüstung. Das können wir aber nehmen. Ich noch schneller am Laufen. Ja. Ja, müssen wir denn jetzt lang? Sag doch da oben lang. Ich bin mal eben im Menü, weil man bin gerade am Aufleveln. Zerreißen Stachelschlägel der Unterdrückung. Alles klar. Machen wir mit. Na, jetzt schon wieder Level 11. Mein Skorpion. Ging ja voll schnell. Irgendwie sind die Sachen, die auf Level 13 sind, die ging ja kein Erfahrungspunkt, da habe ich so ein Gefühl. Ja, meinst du? Ja, das ist irgendwie noch relativ niedrig. Ich meine, den Skill, den ich auf Level 9 hatte, der ist schon zweimal hochgelevelt. Okay. Und die anderen Sachen, die auf Level 13 sind, noch ganz am Anfang. Weiß ich, ob die so langsam leveln oder. Gute Frage, ne? Oder die angefangen haben, Chance, Feinde zu vergiften. Hm. So. Überlegen, wie gehe ich am besten dahin. Wie gehe ich am besten dahin? Habe ich viele Punkte bekommen für die ganze Spezialisierung? Das ist eine gute Frage, mein Lieber. Das ist eine sehr gute Frage. Mann, wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Verdammt nochmal. Soll ich einen Eisenskorpion nehmen? Ich könnte hier Todesritter
meinem Beschwörungspool hinzufügen, aber dann verliere ich die normalen, verliere ich Skelettmagier, die werden dann aus meinem Pool entfernt. Nein. Ja. Ja, aber Torwartritter, ne? Ja, ich will Distanzangreifer, finde ich ganz gut im Moment. Da sind Nahkämpfer, Todesritter. Ich kann ja nur da lang gehen, und wenn ich das da unten haben will, ich will mehr Skelettmagier in meinem Pool haben. Alter, weil ich alles mit meinem Skorpion machen kann. Ich kann ihn zu einem Eisskorpion, ich kann ihn zu einem Donnerskorpion machen. Ja, so wie ich, ne? Ich kann auch hier, ich habe jetzt einen Eisgolem, also. Ich kann ihn zu einem Eisenskorpion machen. Schießt der dann mit Eisen? Oder nicht? Was ist das überhaupt? Irgendwie benutze ich meinen normalen Angriff nicht. Ja, du kannst ihn ja entfernen, wenn du den nicht brauchst. War irgendwas anderes so lange. Mal gucken. Ich bin mir immer nur unsicher über die Reaktion, wie viel ich in ein Ding reinstecken soll oder ob ich zum nächsten gehen soll. Ich weiß nie, was das Richtige ist. Soll ich lieber zu dem nächsten gehen, was interessant ist, oder soll ich das maximieren? Sowas ist immer ätzend für mich hier. So, ich bin fertig, wir können weiter. Und tot die Hüse war. Ja, ich nehme mal einen Sprung wieder. Damit komme ich nicht dazu, normal anzugreifen. Ups. Also macht mir Sprung so Spaß. Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Ich muss auch überlegen, was nehme ich. Soll ich den normalen Angriff hier spezialisieren oder nicht? Also nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, als Nekromant in den Nahkampf zu gehen. Ja. Oh Mann. Ja, fast gestorben. Meiner. Kann ich eigentlich während meinen Sprung den Blitzangriff machen? Das war nicht. Nein, schade. Also ich könnte einen Sprung meiner Krähe sagen, so, oh, Blitzangriff. Gefunden. Ja. Schlucht des Titanen. Das ist interessant, meine Magier, die sterben irgendwie überhaupt nicht, ey. Ja, die sind die ganze Zeit hinten, ne? Schießen, nehme ich an. Ja. Ja, das auch. Das sind meistens die Nahkämpfer, die drauf gehen. Meine Ninjas, die sterben die ganze Zeit. Ja. Na, der Daniel, der geht auch zu dem Schrein da. Ich bin auch hochgesprungen. Sehr gut. So, ein Silberring, Ritualpflock. Spring da einfach runter. Ich würde irgendwie so eine Meldung bekommen, weil irgendwie mein Raptor mal größer wird, wenn der was frisst. So eine kleine Nachricht, so, oh, dein Raptor ist pappsatt. ich weiß nicht mal, wann der irgendwie mal ausgelöst hat oder so, weil ich da keinen Unterschied sehe. Ich habe hier einfach
testen wir den seine Fähigkeit, damit er ein bisschen stärker wird für eine kurze Zeit. Und ich nehme an, ich hoffe dann, dass der in der Zeit irgendwas getötet hat oder so. Das wäre festgestellt, ne? Im ja. ganzen Gezimmel da ist. Stufe 39. Ja. Ich habe ja so eine Fähigkeit, dass ich mich auf ein Ding hier limitieren kann, dass er aber viel stärker ist. Auf ein Tier oder was? Ja, ja. Okay. Aber will ich nicht. Ist voll lahm. So, aber jetzt muss ich irgendwo einen Punkt hier einpacken. Irgendwo. So, was waren das für Geräusche? Ich habe eine große Kiste geöffnet. Ja, wow. Das habe ich gehört. Da ist irgendwas glänzend. Ich weiß, da hat Kleingötze. Oh, ein Götze, der legendär ist. Okay. Mächtiger Türkisring der Isolierung. Hier sind. Erhöht Diener Schaden, Diener Gesundheit, Diener Multiplikator für kritische Treffer. Ich glaube, das ist ein guter Ring für dich. Mhm. Da sind drei Effekte, die alles irgendwie Diener hier. Ja, klar. So, ich will mit dir interagieren, mit Rechtsklick, aber geht nicht irgendwie. Dann machen wir halt so. Nebenwand Katalysator haben wir ja auch. Jetzt eine Fähigkeit, eine passiv bei Nekromantin habe ich eine Fähigkeit, maximale Anzahl von Skeletten plus 1. Ja. Yay. Oh, sehr gut. Nimm den einfach mal. Okay. War der richtige? Ich glaube, oh, warte, ich glaube, da war der falsche. Da gibst du mir dafür einen Schrott, Boy. Der hier war das, glaube ich. So, dann gucke ich mal hier einige Kettchen an. Schutz bei Trankeinnahme. Und dann nehmen wir diesen Götzen. Mehr Trefferschaden in einer Singularität ausgerüstet ist. Du kannst keine kritische Treffer. Was soll ich denn da werden? Und den Rest kann ich nicht gebrauchen. So, war ja eine Quest oder so? War ja nicht gerade irgendwie so ein Symbol auf der Karte? Was habe ich denn da alles gekriegt von dir? Zwei Ringe. Weil ich hatte so drei Effekte für Diener hier. Mehr Schaden, mehr. Ich habe ja weiter der erfordert Stufe 52. Was? Das erfordert Stufe 42, der erfordert Stufe 52, habe ich hier ein paar Sachen hier. Okay, aber nicht von mir gerade, ne, der Ring. Nee, die habe ich gefunden, die waren glaube ich in der Tour da drin oder so. Ja, auf den Level soll ich auch mal achten, genau. Oh, Stufe 52. Sehe ich gerade. Erhält mir Feuerbeständigkeit. Erhöht Schaden im Laufe der Zeit, FP-Generation. Das ist ein Zauberstab. Erhöht Blitzschaden, das wäre noch nicht schlecht. Nein. Ich glaube, im Moment verringert an. Blablabla. Ich sollte vielleicht mal gucken. Diener. Gibt's ja mal Vasallen, erhöhte Vasallengesundheit. Das ist auch überhaupt nicht verwirrend. Erhöhte Vasallengesundheit, erhöht die LP beschworener Diener. Wow. Der Diener Nahkampfschaden 166. Warum meistert denn hier manchmal höher Vasallenschaden direkt darunter Diener Nahkampftempo? Dann steht hier noch Minions. Minion Blitzschaden, Vasallen. Ahnung, Daniel, was der Scheiß soll. Boah,
Na doch, alles ja ein Ding hier, verdammt. Das sind halt alles irgendwelche verschiedenen Sachen. So können nur Diener Feuerschaden machen und nur Vasallen können Kälteschaden machen, nach der Logik. Ja. Oh. So warte, ich bin sofort da. Ups. Was habe ich da aktiviert? Bewegungsgeschwindigkeit. So. So, Leere. Oh, ein Raptor-Helm. Ja, jetzt aber nur weiß. Ja, der ist besser. Nur Schamanenbekleidung. So, für dich. Ja. Meine Ringe war für dich. Ja, ja. Vielleicht habe ich auch einen Ring jetzt angezogen, den ich aufgehoben habe, ich weiß es nicht. Ich müsste mal auf das gucken, was ich hier für Ausrüstung so aufhöre. Wow. Hm. Oh Gott. Was hat denn hier für... Da war der Sensenmann hier, ey. Nein, mit Tarot los. Was ist denn hier, eine Metzgerei? Hervorragende Frage, ja. Da ist der Sensenmann schon wieder. Ich zünde ihn an. So, au, 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 au. Da tut weh. Au, 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 au. Ich glaube gerade auf meine Linke, wenn ich gucke hier. Dieser grüne Nebel, der tut weh. Die kämpfen hier gegeneinander, alles klar. Oh, der Ort. Oh, da habe ich wieder einen Götzen bekommen. So, Shadow, der Hedgehog wird von Keanu Reeves gesprochen. Ausgezeichnet. Der dritte Teil von Sonic, der kommt ja echt Shadow vor, der wurde von dem zweiten Teil am Ende gespielt. Ja, ja. Der soll anscheinend von Keanu Reeves gesprochen werden. Ausgezeichnet. Viele haben gesagt, dass wir, der Schauspieler von Anakin Skywalker den sprechen wird, aber das war nur Quatsch. Hayden Christensen. Ja, der hat aber nicht so gepasst, glaube ich. Nee, ja, das wird Keanu Reeves, ey. Ja, Shadow braucht so eine tiefere Stimme, habe ich so ein Gefühl. Ja. Ja. Da haben schon welche, weiß ich nicht, hier Shadow, einige Zitate aus dem Film von Keanu Reeves da reingeeditet bei dem. Wow. Das braucht Waffen. Viele Waffen. Ja, die kloppen sich. Immer so ein Explorer, der Chef. Der Shadow? Ja, der auch und Keanu auch. Der Shadow ist der Edge Lord. Ja, und Keanu has a nice cock. I see your cock is as big as mine. Oh, der hält mal aus, ey, was zum Teufel? Ja, das ist ja auch ein Boss irgendwie, glaube ich. Ja, aber trotzdem. Wir springen ihn an. Oh, keine gute Idee. Irgendwie greift er nur von einer Seite an. Ich greife ihn gerade von hinten an. Da bin ich irgendwie sicher vor seinen Angriffen. Das ist irgendwie blöd. Und der Seite hier macht er überhaupt nicht. Der greift nur von vorne an. Ey, dreh dich doch mal um, Alter. Von der Seite macht er überhaupt nicht. Okay. Ausgezeichnet. So, so meine Götzen hier. Ich bekomme die ganze Zeit welche.
Ja, schon der Lehre, weg damit. Ich hätte gerne das hier. Mehr Diener Schaden, danke. Okay. Der Wegpunkt von Majelka. Wenigstens heißt es nicht Eingabe von Majelka. Stimmt. Ah. Ja. Sie hacken sich gerade in den Wegpunkt von Majelka ein. Geben Sie bitte Ihr Passwort an. So, ich muss noch meinen Passiven hier. Wo pack ich den denn hin, Mann? Oh, warte mal, das wollte ich, ne? Gesundheit, genau. Immer ein Gesundheitsraub für Vasallen wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Damit die halt sich am Leben halten. Ja. Ja, ich habe auch hier erhöhte Gesundheitsregeneration für meine Vasallen und sowas. Mhm. Eigentlich nicht schlecht. Wow. Das war der Teleportationsleiter. Ist es die Notiz ist an Spionagemeister Zerik gerichtet. Ist nicht das Viech gerade so Zerik? Ich habe nicht aufgepasst, wie das hieß. Wegpunkt. War der schon aktiviert, als du hier angekommen bist? Ich bin da gerade auf Ruhe zugelaufen. Okay, ich wollte sagen. Dumm. Ja, ich habe viel zu viel Spaß mit diesem Spann. Wie so ein kleines Kind. So, weiß ich ja. Oh, hier ist einer. Ach ja, der Typ, der sich immer wegteleportiert hat. Oh, ja. We have to wreck this place. Go to the center of the device and get ready. So, Cutscene. That should do it. This waypoint's harder than I anticipated. But no worries. All good now. Just in time. Looks like we've got company. Halt jetzt ohne uns ab. Anyway, off you go. Ja, der haut uns ab. I'll see you on the other side. Der Strudel ist geöffnet. Was kann man noch mal mein Cursor sehen? Ich habe ihn irgendwie deaktiviert in der Aufnahme. Ja. Ah. Leid, habe ich vergessen. So. We made it. Don't let your guard down. Someone's waiting for us. Give me the signal. Well, how about the one you used at the dreadnought? To be fair, it was a series of gestures. I think they're watching us talk. One of us should say. Ich gebe dir ein Signal. Don't be alarmed. The Emperor wants you dead. That makes us friends. You're trying to reach the Citadel. Aber der Imperator. I know a path. Over there. Follow it to the mountains. The road. Go. I want to say. I'll try. Hopefully. Okay. I will see you soon. Okay. Gut. Gehen wir eine Audienz beim Imperator. Oh, Tiere. Oh, Säbelzahntiger. Das sind nur die ich beschwören kann, glaube ich. Ja. So, ich drücke die falschen Knöpfe. Wow. Er ist tot. No, he's already dead. Oder gleich nicht schnappen. Der hat einen ziemlich großen Stein als Waffe. Der schwingt den. Wow. Der hat so einen Stein an sich gekettet und der schwingt den. Der ist ein Hammerwerfer. Wow. Alter. Wow. Er ist ein Swinger. Okay. So. Eingabe von die Rostlande.
Ja, Daniel, du hast es. Ich hab das gesehen, Daniel, bei. Bei Helldivers 2, du hast das geworfen. Ja, Vorratschiff gelandet ist, habe ich da geworfen, ja. 3 Sekunden bevor, du hast gesagt, du hast das lange bevor das Tier gelandet ist, geworfen. In Helldivers sind 3 Sekunden eine Ewigkeit. In 3 Sekunden können wir schon 5-mal gestorben sein in dem Spiel. Ja, das stimmt. Ich will auch. Mein Gott, ich meine Raptor am Düsen. Ja, ich habe den seinen Effekt aktiviert, dann ist er voll eingedüst. Nein, was sind das denn für Viecher? So, du hast sehr viel Hunger, du hast sehr viel Hunger. Was ist das lila, ne? Ach, dann reisen wir wieder durch die Zeit, ne? Ja, fliegt durch die Zeit. Wie schnell, ey. Wenn ich den sein Ding aktiviere. No, der hatte 2 Schwänze, der Säbelzahntiger. Ja, ja. Das ist wie eine 2-schwänzige Katze. Dekomar, ja. Glaube ich. Ja, wie kennst du? Der ist ein Sith-Lord. Ach, Kate, ja. Ja, ja. Ich habe den immer so ausgesprochen. Ich jetzt weiß aber, das ist nicht wirklich ein Catch-Shift, das ist nicht wirklich ein Final Fantasy spezifisch. Das gibt es in mehreren ja, ja. In Fantasy Games. Ja, ja, das ist irgendwie so ein. Eine Rasse oder ein Clan, das ist ja. Immer was anderes, je nachdem, was für ein Fantasy das ist. Immer so, das ist immer so ein katzenähnliches Wesen, ja, ja. Ja. Aus irgendeiner Mythologie oder so, keine Ahnung. Ja, wir sind ja irgendwie dabei. Hast du die Brücke da runtergelassen? Ja. Okay. Aua! Was zum... Daniel, du cool! Ich hab noch so 300 HP oder so. No, ich bin direkt hier. Ich bin wieder da. So, nein, jetzt hab ich meinen Tank. Boah. Ich hab noch voll viel HP, aber... Der hat mich gehauen, dann war ich weg. Warte, ich muss noch meine Tiere alle beschwören. Doch, ich kann nicht so, ich kann nicht so schnell Flöte spielen. Ich nehme im Moment wieder gar keinen Schaden hier, aber das war nur wegen dem Gift, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Aber. Stufe 40. Ich muss mir mal angewöhnen, ja, ein bisschen weiter wegzugehen von den Gegnern. Ich will immer so richtig. Ich bin so angriffslustig irgendwie. Gehen, um die anzugreifen. Ja, ich habe ja keinen Nahkampf. Jetzt ja, dann brauchst du auch nicht, dass du den hingehen kannst. Ja, da muss ich mir ja angewöhnen. Da. So, oh. Ich kann ja mal was anderes. Was kann ich denn hier noch? Ah, boah, schreib mich doch nicht so, meine Skorpione. Was kann ich denn noch so hier aktivieren? Ich kann auch einen Totem mir beschwören. Das ist ja voll überhaupt nicht hochgelevelt dann. Oh, das hier kann ich machen. Diesen Angriff. Das ist ein kleiner Fernangriff, nehme ich an. Nee. Na, der geht denn der. Na, was ist das? Nebenhandkatalysator. Das ist Antikatalysator. Oh, nice. Hm. Er kann mehrfach gewählt werden und mehrere Mehlstürme zu jeder hält 7 Sekunden lang an. Oh. Oh, keine Ahnung. Nein, nee, das eine ist ja wieder was anderes. Oh.
Ja, nehme ich an, lass ich meinen normalen Angriff noch drin. Jetzt kann ich hier. Was nehme ich denn hier? Vogelzuflucht. Was hat? Physischer Widerstand, Diener physischer Widerstand. Ne. Ich kann pro Punkt Nahkampfangst und des Begleiters. Pro Punkt ist schon wieder Begleiters. Was von dir oder was? Was mit meinen Begleitern? Mit Nahkampfangstempo, Angriffstempo des Begleiters. Bist du damit gemeint? Weiß ich nicht. Oh, jetzt mit Drachentöter. Die bei Tötung Effekte von Kreis des Leben haben auch einen, wenn du ein seltener Oberst bist. Pff, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier, ne? Dann kann ich nämlich da ein. Oder will ich das hier? Ich weiß nicht. Wird schon klappen. So, jetzt bekommt er ein bisschen Erfahrungspunkte auf Level 13. Aber er war noch wenig. Ganz ruhig aus, ganz ruhig. So, die unteren Abwasserkanäle. Boah. Treffen wie Teenage Mutant Ninja Skorpione. Alles klar. Teenage Mutant Ninja Scorpions. Heroes with a poison tail. Right. I think we're far enough for me. I'm willing to take her on her word. What I'm not ready for are words alone. Man kann nie vorsichtig genug sein. Wow. Okay, ich kann meinen Blitz beschwören, während ich hier. Wenn ich mich mit dem unterhalte. Ja, klar, du bist Multitasking. Komm, wenn der Narok gar nicht. War jetzt meinen Sprung gehabt, ne? Ich bin auch voll hochgesprungen. Warte hier. Entschuldige mich bitte. Nein, nein, da kommt Jabba the Flash. So, oh, Splitter. Ja, oh. Sind dann alte Splitter, ey. Ja, aus den Schreien rausgekommen. Na. Los, meine Baby-Skorpione. Machen die überhaupt was, oder sind die einfach nur süß? Ja, die greifen an, na, siehst du? Sind auf eine Viech losgegangen. Ich habe jetzt auch voll hoch gelevelt hier mit Passiven und so. Hier sind die voll schnell und voll stark. Okay. Mehr Begleiter ist so besser. Irgendwie schon. Weniger müssen wir machen, ganz ehrlich. Ja. Die sterben halt relativ schnell, glaube ich. Aber die tun immer wieder respawnen. Ja, halt ziemlich, ne? Also ja, aber mein Skorpion pumpt die immer alle paar Sekunden raus. Ich habe einen Dodge freigelassen, wie es aussieht. What? Ha, ha, ha. Oh, hab ich gemacht. Ja,
war irgend so ein Kristall, den habe ich angeklickt und danach ist die Kette draufgegangen. Ich habe den wahrscheinlich freigelassen oder so. Na toll, du hast den verbannten Magier freigelassen. Ja. So. So, Experiment. Oh, das war einzigartiges. Oh, noch was einzigartiges. Experimentelle Brigantenstiefel der Deutlichkeit. Hey, den habe ich auch bekommen. Ja. Was dein ist, ist mein. Ist er besser? Erhöht Diener-Schaden. Drei Diener teleportieren sich um dich herum, nachdem du eine Travisierungsfähigkeit benutzt hast. Was? Ah, oh, ich kann meine. Ja, du kannst mehr Skelettmagier ja beschwören. Ja. Ja, ich will auch so was haben. Was? Skelettmagier? Ja. Oder meinst du deine satte Rüstungsding da, was du da. Nee, naja, einfach irgendwas, was ich. Womit ich mehr Sachen hier beschwören. So. Dieser Stab ist nicht schlecht. Ein Zweier-Stab ist das. Was trägst du gerade? Einhand? Ich habe in beiden Händen was. Also, ja, Einhand wäre das, wär das richtige. Der richtige Begriff. Guck jetzt mal, was ich da eingesammelt habe hier. Sind die besser als meine jetzigen Stiefel? Nein, da werde ich dümmer, wenn ich die ausziehe. So, die Stiefel waren nicht gut, ja, ne? Wölfe bis zum maximalen Begleiteranzahl beschwören. Aber konnte ich doch schon vorher. Na gut, jetzt habe ich zwei Pyromanten und zwei normale Skelettmagier. Yay. Mhm. Die Skelettmagier, die sterben irgendwie überhaupt nicht. Ey. Wir reden hier über ernste Themen, aber leider ist nicht ernstlich, ja, weil es ernstlich anwesend. Was? Steht da im Chat. Ja, aber leider ist ernst nicht anwesend. Schwurbler ist das Unwort der letzten. Was für ein Vieh? Schwurbler? Ist das Unwort der letzten drei Jahre? Gott, ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Du willst dich also auf geistiger Ebene mit mir duellieren, aber wie ich sehe, bist du unbewaffnet. Ja. Nimm das. Das sei bloß nicht zu dem geistig zurückgebliebenen bei mir auf der Arbeit. Der versteht kein Wort. Der sagt nur LOL. Hauptsache jemand interessiert und immer fängt, aber mit OF Geld verdienen. Was ist denn OF zum Teufel? Gott, können die nicht mal wie normale Menschen schreiben? Ich hab keine Ahnung, was OF ist. Ey. Später ab in die Schmiede mit euch. Wow. Ich habe eine Explosion gehört. Was sage ich mit dem Wetter los? Gerade ist voll gehagelt für zwei Minuten. Ich weiß, das Wetter kotzt ab. Für zwei Minuten irgendwie gehagelt, danach wieder so okay. Das ist genug. Das ist Aprilwetter, ne? Das kotzt ab. Ich muss ja. Die ganze Zeit die übelst starken Regen in der Gegend rumzuckern, geht mir voll auf den Weg. Das fängt an, wenn ich losfahre und hört natürlich auf, wenn ich ankomme. Oh, Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Oh, ich habe meine Lebensenergie, ich habe gar nichts gezuckt. Amulett für Diener-Schaden, okay. Ich glaube, das nehme ich. Man stellt sich aus, die Diener sind meine Diener gemeint, wenn ich sage. Ja, das ist die Sache, ne? Du kannst 12 bis zum Maximal, ja, dann habe ich doch. Bringt diese Fähigkeit überhaupt irgendwann?
Ich habe keine Ahnung, Boy. Oh, das hier dann. Traverse-Fähigkeit. Was denn? Mein Sprung. Ja, Traversen, ja, die kommt wahrscheinlich vom. Meinst du den Sprung, ne? Ja, ja. Weil hier, ja. Guck mal. Jetzt guck mal, wo ich da jetzt lande. Boom. Meine Begleiter tun dann direkt da auftauchen. Okay, ja. Okay. Kann, Traversen kommt, weil es wie ein anderes Wort für Reisen, ey, aber das ist. Ja, ja. Wenn du irgendeinen Bewegungsskill benutzt oder so, halt, der dich hier ja, ja. Bewegt oder so. Aber ich hab gedacht, da zählt irgendwie nur so, wenn du nicht teleportierst oder so. Aber anscheinend. Nee. Da hab ich auch. Ich habe irgendwie so ein. Ich glaube dieser Blitzangriff hier. Damit kann ich mich teleportieren, wenn ich dafür. Wenn ich das Ding irgendwie dafür nehme. Dann teleportiere ich mich dahin, wo der Blitz einschlägt. Mhm. Und dann stand da so, oh, wenn du diesen Skill wählst, dann wird das eine Traverse-Fähigkeit. Ja, stimmt, mein Schwung ist auch. Tue ich mich auch wegbewegen, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht.